Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Selma Lagerlöf, Schären und Fjorde. Sobald sich ein Nordlanddampfer der Küste Norwegens nähert, gerät er in ein Gewirr von nackten, kahlen Inseln. Manche ragen nur wie der Buckel einer Schildkröte über das Wasser, andere sind größer. Einige tragen Seezeichen und geben damit die Fahrrinne an. Alle aber sind von den Meereswogen glatt gewaschen. Manche zeigen einen Anflug von grünem Moos oder gelben Flechten. Man zählt im Ganzen 150.000 solcher Inseln vor der norwegischen Küste und nennt sie Schären. Sie dienen der Küste gleichsam als Wellenbrecher. Hinter ihnen findet unser Dampfer ein ruhiges Fahrwasser und bald ist der Fjordeingang erreicht. Die Fjorde waren einst enge Flusstäler, die zur Eiszeit von den herabhängenden Gletschern ausgehobelt wurden. Darauf deuten auch die glattgeschliffenen Felswände hin, die sich in unnahbarer Steilheit 1000 bis 1500 Meter hoch zu beiden Seiten emporrecken und ihre Flanken in den klaren Fluten spiegeln. Wasseradern rieseln über die glatten Wände herab, schäumende Sturzbäche schießen über die scharfen Felsränder und stürzen in Stufen wild schäumend ins Meer oder zerstäuben zu feinem Dunst und bilden dünne Schleier, die sich langsam über die jähe Wand herabsenken.